Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spiral Warriors 4. Die einzigen, die uns jetzt noch fehlen, sind die fünf Kaiser. Ich meine, es gibt nur vier, aber einer von denen hat den früheren Kaiser, der tot ist, ersetzt. Also ist das halt so. Und wir haben für den einen Kaiser hier, für Blackbeard, einen neue Weltskin, der keine Attacken verhindert, wie man sieht, aber ist auch mal cool. Da haben wir echt noch einen neuen Skin hier für ihn gekriegt. Cool, cool. Okay, was braucht Blackbeard alles? Blackbeard braucht 5 Kombos. 1, 2, oh, und das hier alles. Ja, wie ihr seht, auch ihm fehlt hier noch was. Wir haben hier noch ein Fragezeichen. Das ist halt so. Ich habe zwar vermutet, es liegt am Crew-Level, aber einige Charaktere haben jetzt schon bewiesen, dass es daran nicht unbedingt liegt. Weg des großen Piraten erhöht Angriff gegen niedere Gegner. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber wir haben hier drei neue Fähigkeiten. Die ewige Dunkelheit umgibt sich mit einer dunklen Aura, wodurch die Angriffe der Feinde machtlos werden. Danach werden die Feinde vorübergehend in Dunkelheit gehüllt. Der schwarze Wirbel zieht Gegner aus einem großen Bereich in der Front mit Dunkelkräften heran, schleudert sie dann mit Erdbebenkräften davon. Und Himmel und Erde greift in die Luft und stellt die Welt auf den Kopf, wobei Gegner über einen weiten Bereich angegriffen werden. Die Attacke kennen wir von Whitebeard. Die ist nice. Okay, wir haben hier den schwarzen Wirbel, hier die ewige Dunkelheit und hier Himmel und Erde. Alles klar, dann fehlt ihnen so noch eine Fähigkeit, die wir hoffentlich irgendwie irgendwann freischalten, aber ich habe keine Ahnung wann oder wie. Aber ich werde diesmal alle Charaktere auch noch offscreen auf Level 5 bringen. Aber ich werde wahrscheinlich einfach nur irgendwelche Level machen, die ich eh schon habe. Und zwar auf S, damit ich euch da überhaupt nichts wegnehme. Oder eigentlich ist es egal, ob auf S oder nicht. Ich versuche einfach mal die... Ja, ich versuche S-Ränge weiterhin zu erreichen. Ich glaube nicht, dass es einen von euch stören wird. Was ist das hier nochmal? Ah. Das ist die Attacke, die... Kommt ihr jetzt da raus? Wie kommen die denn da wieder raus? Okay, jetzt sind sie groß. Okay, keine Cutscene. Warum nicht? Ich meine, es hat die halbe Map gekillt. Ah, die waren wahrscheinlich alle schon tot. So, schwarzer Wirbel und Batz. Aber diese Attacke hier, die hier, ist so unnötig. Weil der ist jetzt wieder im Boden drin. Ich meine... Umgibt sie mit einer dunklen Aura, wodurch die Angriffe machtlos werden. Und danach werden die Feinde in Dunkelheit gehüllt. Ja, und dann, wie kommen die wieder raus, bitte? Gar nicht. Oh doch, mit so einem Angriff. Okay, den kann man voll aufladen. Cool. So, und nochmal Himmel und Erde. Wusch. Die Attacke ist schon bei Whitebeard übel heftig. Aber jetzt kann Blackbeard sie natürlich auch. War auch im dritten Teil so, glaube ich. Wir haben gerade gar nichts gesehen wegen Akainus dämlichem Magma. Da. Wow. Okay, okay, okay. Ihr wollt das? Hier, ich bin unverwundbar. Fickt euch. Okay, ist doch ganz nützlich. Nee, nicht, wenn ich nicht unverwundbar bin. Ich dachte, ich wäre unverwundbar. Hey! Alter! Stirb, Akainu! Ich muss den schnell zerlegen, der wirft mich hier durch die Gegend. Flieg weg, du Hund! Okay. Nochmal. Und da. Daneben. Also nicht direkt daneben, aber. Wow! Sag mal, okay, mein Leben ist einfach nur noch gelb. Ah! Sag mal, Akainu, du nervst. Hör auf damit! Hör auf mich zu nerven! Alter! Ist das mies gerade, okay. Was war das denn? Komm mal her jetzt. Mach den CHH-Move und pack dich einfach mal in die Dunkelheit ein. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Akainu nervt mich des Todes. Da, 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 da. Stirb. Ich zermatsch dich. Flieg weg, du Hund. Hat ihn nicht gekillt, fuck. Aber er ist fast tot. So. Goddamn, ich hasse Akainu. Nee, es ist... Kann ja jeder Gegner machen, aber wenn die mich dauernd durch die Luft wirbeln, das ist so nervig. Wegen wieder volles Leben. Ich kann das hier kontrollieren, ist ja cool. Lustig. Okay. So, nächster Gegner bitte. Ah, danke. Sentomaru und drei Dudes. Muss ich die alle killen? Weiß ich nicht, aber ich kill auf jeden Fall mal Sentomaru. Kann ich euch alle dadurch jetzt gleich das Schild wegnehmen? Wusch! Nope. Okay, schade.
Yonji und Ichichi sind aufgetaucht. Ja, ich verprügel beide, sobald ich dazu die Zeit habe. Die sind in meinem Territorium, den ich verteidigen muss. Was soll das denn? Oi, oi, oi. Ich schmeiß euch alle einfach mal weg. Tschüss. Ah, verdammt. Er hat mich mit seinem verfickten volle Kraftburst schon wieder aus dem Angriff gebracht. Da, rein in den Boden mit euch. Naja, mit einem von euch jedenfalls. Weil Setomaru will mich ärgern. Shinbei hat 1000 Gegner besiegt. Der hatte gerade noch 500. Der hat mehr Gegner gekillt als ich. Jetzt reicht's hier, um Setomaru, du bist tot. Komm her und tschüss. So, und jetzt muss ich zu Yonji und die Chichi, weil die da in meinem Territorium einen Sparring-Fight haben. Soll der Scheiß. Die Schwachen sind das Problem. Ja, ihr auch. Und dann ist da auch noch dieser eine Piratenkommandant. Scheißkerl. Lia, was ist hier los in meiner Siedlung? Was soll das denn? Das ist meine Siedlung. Ich bin einer der vier Kaiser. Da, weg mit die Chichi, wie es scheint. Bats. Yonji, ich glaube, ich nehme Ichichi vor, weil der gerade schon wieder überleben hat. Wusch! Oh, damn. Smoker ist aufgetaucht. Ah. Aua! So. Einfach nochmal in die Luft werfen hier. Tch. Alter, okay, seine Attacken sind schon nice. Wenn er den da kurz weghaut und dann gleich wieder hersaugt und wieder weghaut. So, hier, komm her und piss dich. Und weg mit dir. Okay, ich habe ihn einfach getötet. Tschüss. Alles klar. Ich muss immer noch den kleinen Fuzzi da hinten killen, bevor der hier zu viel Chaos in meiner Siedlung hier verursacht. Marineford-Siedlung hier. Der hat noch einen Lebenspunkt. Ey, lässt du das jetzt? So. Und tschüss. Smoker! Und fort her! Bats, oh, daneben. So, schmeiß man dich mal durch die Luft hier. Nice. Das überlebt er nicht lang. Aua. Vor allem nicht, wenn er mich wütend macht. So. Aber das hat leider nicht gereicht, weil er sich gerade in seinen Logia-Modus verwandelt hat. Habt ihr nicht aufgepasst? Logia-Kräfte funktionieren bei mir nicht. Ich bin die Dunkelheit. Eieieiei. Mingo, verzieh dich. Zurück in den Himmel mit dir. Oh Mann, ey. Oh, ich hab alle außer Smoke und der Flamingo weggekillt. Okay, Mingo steckt erstmal da drin fest hier. Was hab ich jetzt gemacht? Okay, ich habe keine Ahnung, aber alle sind eingesaugt worden. Raus hier jetzt. Ihr seid beide in meiner Dunkelheit und ich mag das nicht. Ich schmeiß euch jetzt erstmal wieder weg, aber diesmal ohne Katze. Wusch, Smoke fliegt. Mingo, was machst du ganz da hinten? Aber tatsächlich verstehe ich auf jeden Fall... Nee, ich glaube, es geht gar nicht um Verstehen. Aber im vierten Teil finde ich Blackbeard besser als im dritten. Im dritten kam ich nicht so offen klar.
Wobei es mich halt auch stört, dass er die Leute manchmal einfach, ohne dass ich es will, in die Dunkelheit saugt. Vor allem als Verbündeter ist das nervig. So, Mingo, du bist hinüber. Hoi, hoi, hoi. Für die Thorax zersäbelt ihn gerade. So, Mingo wurde gekillt. Und Captain Buggy ist hier, außer drauf zu hauen. Verwundete Piraten, die das Falsche gehört haben, tauchen auf. Yeah, sehr gut. Dann helft mir doch. Krieg ich cool Level, die ich vielleicht nicht brauche und vielleicht doch. Ich weiß gerade gar nicht, was ich genau tun soll, aber da ist noch ein Gegner, der... Oh, Kaido. Warum ist Kaido hier? Ach so, das ist die Nebenmission, die jetzt gerade gestartet hat. Ich helfe euch schon mal. Ich fange schon mal an, bis ihr endlich hier seid, ist Kaido besiegt. Ich frage mich wirklich, wie ein Kampf zwischen Kaido und Blackbeard so ablaufen würde. Ist vielleicht besser, wenn wir das nie rausfinden. Alter, ich sehe hier gar nichts. Kann ich Kaido werfen oder nicht? Keine Ahnung. Ich glaube, ich stecke einfach immer noch in ihm fest. Nö, ab in den Boden mit dir. Oh, damn. Oh, er hat mich gekontert. Okay, Kizaru ist hier. Sollen wir aber erst das hier fertig. Aber danach können wir Kizaru besiegen und gewinnen. Erstmal meine ganze Crew hier gegen Kaido kämpfen. Buggy Mr. Free, Fujitora, Jinbei, das ist eine ganz schöne Armee hier. So, jetzt komm, okay. Schick mir dich mal zur Hölle. Er kann nicht wegfliegen, er ist zu groß. Das habe ich befürchtet. Yonji ist auch noch im Team, okay, den habe ich vergessen. So eine viel zu große Armee hier, okay. Ich guck mal, ob ich dich damit killen kann. Ja. Yep. Oh, damn, Kaido schreit ganz schön. Das langweilt mich, das ist so typisch Kaido. Statt zuzugeben, dass er besiegt wurde, sagt er, ja, nee, zu langweilig, ich hör auf, kein Bock mehr. Das ist Heilung, ja, das brauche ich eigentlich nicht. Guck, jetzt lag schon wieder, immer erst im Endgame. So seltsam. So, erstmal wieder ein Konter. Gut, dass Kizaru nicht nervtötend ist, ey. Gott verdammt, ey. Crocodile? Ach, der ist da hinten und versucht mein Territorium heimlich einzunehmen. So ein Bastard. Okay. Dann machen wir das anders. Aha! Bleib doch mal stehen! Der hält aber echt viel aus, oder mache ich einfach so verpickt wenig Schaden? Das ist ja echt nervig. Drosen. Ich sag halt auch immer denselben Trick. Trifft das ihn überhaupt? Offensichtlich, ja. Oh, damn, das hat Damage gemacht. Kann ich ihn noch werfen? Kann ich ihn noch werfen? Ich will Kizaru wegwerfen. Nice. Okay. War ganz lustig. Aber ich glaube, der wird dann am Ende nur eine 3 bekommen. Gerade weil er die Leute auch immer in die Dunkelheit saugt und ich die dann erstmal wieder rausholen muss. Aber gut. Nice viele Kills und die Zeit war in Ordnung, nur nicht perfekt. Und Teach ist ebenfalls erst Level 4. Das heißt, Kizaru und Teach muss ich noch auf Level 5 bringen.
um rauszufinden, ob die dadurch dann das Level... die letzte Spezialfähigkeit bekommt. Aber mit Reden klappt es heute bei mir gar nicht. Tut mir leid, das ist wichtig, wenn man Let's Play, dass man eigentlich reden kann. Aber gut. Teach-Karte 2, das ist schön. Fujitora-Karte 2, das ist auch schön. Lustigerweise ist Fujitora schon komplett fertig und ist gerade erstmal auf Level 4 gekommen. Also ich weiß nicht wirklich, was mir genau fehlt. Ich kann es nur ausprobieren und hoffen, dass es dadurch kommt. Und ansonsten mache ich halt einfach weiter in der neuen Welt danach. Aber das war's erstmal für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao.